So. Gerade gucken, ob hier sonst noch einer rumrennt. So, wir müssen eigentlich die andere Richtung. Ich glaube, hier kommen wir auch nicht weiter, aber da ist noch was zu mitnehmen. Alter, ich nehme jetzt alles mit, was ich kriegen kann. Ich meine, das mache ich das ganze Spiel auch schon, aber ich hoffe, dass wir noch ein bisschen was finden und dass wir Munition finden, vor allem gleich. Das ist ganz, ganz wichtig. So, kann ich noch... Ja, ich kann sogar noch eine... Ach, ich habe eben nicht angeklickt. So, hat das jetzt geklappt? Ja. Rohrbombe könnte ich auch noch bauen. Ich glaube, ich baue noch eine. Sicher ist sicher, wenn die EMP-Minen ausgehen, dann haben wir immer noch eine Rohrbombe zum Werfen. Weil ich habe auch jetzt ehrlich gesagt mal gerade keinen Bock zu sneaken, Leute. So leid's mir tut. Ich habe jetzt die ganze, also die Hälfte von dem, was ich jetzt, bis ich jetzt gespielt habe, habe ich nur gesneakt. Irgendwann ist mal Schluss, ganz ehrlich. Ich will auch mal ein bisschen normal durchs Spiel laufen. Deswegen werde ich jetzt hier nicht so viel sneaken. Ich werde jetzt mal ein bisschen mehr auf Angriff gehen, glaube ich. Natürlich komplett geht das nicht, denn wie gesagt, es ist kein Shooter. Also man ist hier, wie gesagt, nicht so gefeit vor den ganzen Gefahren. Hier war ich doch auch schon. Wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen? Und hier komme ich irgendwie gar nicht hoch. Ha, hier durch, da könnten wir durchgehen. Vielleicht, aber das kommt mir so bekannt vor. Oh, Pumpgun-Munition. Yeah! Ein Schuss. Ernsthaft? Na gut, besser wie nix. So, da geht's hier durch. Ah ne, das ist die andere Seite vom Ring, oder? Letztes Mal waren wir hier unten irgendwo, hier. Und das hier ist jetzt Versorgungskorridor A, alles klar. Okay. Alles klar. Dann waren wir hier tatsächlich noch nicht. Tja, und im Marshallbüro weiß ich jetzt schon, was wir vorfinden werden. Wahrscheinlich nur eine Leiche nach der anderen. Da runter müssen wir. Ich gucke aber erst nochmal hier gerade. Aber hier ist auch nichts, okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, ich werde mal drauf achten. Sobald wieder Schränke oder sowas kommen, wird wahrscheinlich auf kurz oder lang das Alien auch wieder da sein. Denn ihr könnt doch sagen, was ihr wollt, Leute. Das kommt doch wieder. Auch wenn ich es jetzt schon 30.000 Mal erwähnt habe, aber das kommt mit Sicherheit nochmal wieder. Das Spiel heißt Alien Isolation, Leute. Es kann doch nicht sein, dass es so einfach... Ja, besiegt in dem Sinne ist es so ja nicht. Es ist ja nur eingesperrt und auf Halde gelegt, um es mal ganz krass zu sagen. So für später. So, da können wir öffnen. Hast du denn noch... Oh, Pumpgun. Hm, lecker. Nehme ich direkt. So, jetzt haben wir wieder 4 Schuss. Das ist schon mal sehr gut. Und ich glaube, den Flammenwerfer werde ich auch nochmal nachtanken. Wie gesagt, den werde ich jetzt erstmal primär nicht benutzen, weil ich möchte dann doch den mir fürs Alien aufsparen, sollte das nochmal wiederkommen. Aha. Das taugt doch schon wieder nichts. Der liegt doch schon wieder da zur Deko. Aber wie gesagt, die greifen eigentlich immer nur an, wenn man denen den Rücken zudreht. Zumindest hatte ich bisher immer das Gefühl, dass das so war. So, wir müssen hier durch. Ich möchte aber, glaube ich, erst nochmal in die 2 anderen Räume. So, nicht den Rücken zukehren. Bisher sind die dann immer aufgestanden. Vielleicht nützt es ja was. Ich habe zwar keine Ahnung, ob es was nützt, aber... So. Und Essen. Hier ist mit Sicherheit noch was Nützliches drin. Ah, schau an. Wo geht's denn hier noch lang? Aha, Medusa Inc. Was auch immer das ist. Scheint im Tattoo-Studio. So, was ist dein Plan? Hey, Mart, vermutlich hast du mittlerweile von der Stilllegung der Station gehört. Was ist dein Plan? Ich habe ein paar Kontakte mit, die mir Arbeit verschaffen können. Ich kann dir nichts versprechen, aber vielleicht finden die für dich auch was. Die haben mit der Schließung der Geschäfte in der Galerie angefangen. Dein Laden ist noch vom letzten Jahr zugenagelt. Tut mir leid, dass du ihn verloren hast. An dir klebt das Pech. Hörst du noch von Margaret und den Kindern? Vielleicht solltest du sie besuchen, wenn du von Sevastopol abhaust. Sag Bescheid, wenn du, wenn ich mich für dich umhören soll. Jillen. So, Moment. Sicherheitsrisiko. Blüth. Blüth. Wir müssen diese automatischen Hausmeister irgendwie ausschalten. Sie gefährden die Sicherheit. Wann immer die ihre Putzrunden drehen, besteht das Risiko, dass sie der Kreatur einen Weg öffnen oder Plünderer reinlassen. Okay.
An alle Einwohner von Sevastopol. Die Stilllegung der Station ist im Gange. Bitte lesen und beachten Sie folgende Punkte. Ein Vermessungsteam befindet sich auf Sevastopol, um den Stilllegungsprozess einzuleiten. Bitte zeigen Sie sich ihnen behilflich. Wir verfügen über ausreichende Nahrungs- und Medizinvorräte. Die Flugbahnannäherung des Versorgungsschiffes hat keine Auswirkungen auf Ihre Lebensqualität. Sollten die Vorräte dennoch zur Neige gehen, kann es zur Rationierung kommen. Vorratshortung und illegaler Handel werden nicht geduldet. Bitte melden Sie verdächtige Aktivitäten dem Sixom-Sicherheitsdienst, der in Zusammenarbeit mit dem Colonial Marshals Nachforschungen anstellen wird. Ein Unterbringungsdienst für die Bevölkerung wurde eingerichtet. Wir unterstützen Sie gerne beim nächsten Schritt, tragen jedoch keinerlei Kosten. Benötigen Sie finanzielle Hilfe, empfehlen wir den Sixom-Kreditdienst. Die Stilllegung ist endgültig. Sie müssen umziehen oder mit einer Zwangsräumung rechnen. Na, dann noch einen schönen Tag. Ich habe vor ungefähr 24 Stunden im Galerie-Einkaufszentrum Lager aufgeschlagen. Die Menschen hier, sie haben Angst. Aber sie glauben noch immer, dass Marshall Waits die Kreatur töten wird. Andere Gefahren scheinen sie vergessen zu haben. Sie haben sich selbst vergessen. Die Menschen wenden sich gegeneinander für Nahrung, Wasser. Ich kann nicht hierbleiben. Tja, offensichtlich ein trauriges Schicksal hier von dieser Station. Nicht nur, dass sie gebeutelt waren von der Stilllegung, von der Pleite, dass alle hier ihr Hab und Gut quasi verloren haben, ihre Geschäfte schließen mussten, sondern dann auch noch das Alien. Also wirklich, eigentlich schlimmer kann es gar nicht mehr kommen, so gesehen. Na, der Raum hat sich ja hier mega gelohnt. Na gut, wir haben noch ein bisschen Hintergrundinfos gekriegt zu dem Ganzen hier. Jetzt gehe ich aber hier vorne auch noch rein. Wenn wir schon hier sind, dann gehen wir jetzt überall rein. So, okay, wunderbar. Revolver, ja. Putzroboter, hat er gesagt. Hier können wir auch überall noch in die Schächte rein. Warum? Irgendwas war gerade auf dem Tracker los. So, hier können wir auch nicht wirklich... Ach, da ist... Ah, guck an. Ach, Schrott. Ja gut, Schrott. Da wir ein bisschen was gebaut haben, können wir auch wieder Schrott gebrauchen. So, wohin führen denn bitte diese Schächte? Lass doch mal gerade gucken. Aha, das ist ein Verbindungs... Nee, ist es nicht. Hier geht er lang. Warte. Da kommen wir... Ah ja, dann kommen wir da wieder raus. Okay, ist ja kein Problem. Machen wir gerade. Wir müssen ja sowieso zurück. Vielleicht finden wir hier noch was. Sprengkabel, genau. Es lohnt sich doch immer. Mittlerweile muss ich sagen, machen mir auch die Geräusche hier in diesen Schächten keine Angst mehr. Zumindest momentan nicht, weil ja das Alien nicht da ist. Anfangs musste man ja noch gucken, was hier genau welches Geräusch macht. So. Dann gehen wir jetzt mal zu dem netten Herrn da oben und hoffen, dass er nicht aufsteht, sobald wir in den Schacht gehen. Das kann nämlich auch sein, dass er dann erst recht sauer wird, wenn wir jetzt in den Schacht reingehen. Ich könnte aber auch... Moment. Naja. Wie gesagt, ich trau dem nicht. Ich trau dem keinen Meter. Sei ruhig, sei brav. Okay, er ist liegen geblieben. Ich weiß nicht, ob man dafür den Elektroschocker benutzen kann. Wir haben nichts auf dem Tracker, okay. Immer noch nicht. Sind wir... Ah, Moment, ich glaube... Ja, wir sind im Marshall-Büro. Oh Gott, scheiße. Oh je. Okay, Taylor ist nicht mehr da. Alter, nein, ich hab gerade... Oh, scheiße, ich hab gerade eine ganz, ganz böse Ahnung. Was ist, wenn die noch ein Ei irgendwo haben? Und Taylor, weil sie wehrlos ist... Oh nein. Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Kann ich das abbrechen? Das hab ich mir schon mal angehört. Ich dachte, das wäre ein neues Tonband. Das kann ich nicht abbrechen. Fuck. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist?
Sie haben meine Nummer. Rand zum Ende. Ich hab so eine ganz böse Ahnung, was jetzt passieren könnte. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, wir werden jetzt Marlos Hilfe benötigen. Sofern er noch da ist, vor allem. Ich muss mal gerade gucken, der war hier irgendwo in der Zelle. Ich denke, wir werden jetzt Marlos Hilfe in Anspruch nehmen. Er hatte ja gesagt, wir sollen ihn rauslassen, dann könnte er uns helfen. Sofern er noch da ist. Wo war denn dem seine Zelle? Ich glaube hier hinten, ne? Ja, die war hier hinten irgendwo. So, wir speichern aber erstmal gerade. Ganz, ganz wichtig. Was ist, wenn die Taylor noch ein Alien einpflanzen wollen? Dann ist richtig Alarm, Leute. Das ist nämlich gerade mein Bedenken. Weil die haben ja irgendwie gesagt, lasst sie los, lasst sie in Ruhe, bla bla bla. Die haben die doch mit Sicherheit mitgenommen. Was ist denn hier los? Warum sitzt der da rum? Moment mal, da gehe ich mal gerade hin. Was ist los, Kumpel? Rip, sie sind alle tot. Die Androiden haben sie abgeschlachtet. Warum? Warum zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Aber Samuels weiß, glaube ich, mehr. Samuels? Warum? Er sollte für Waits of Apollo zugreifen. Ich muss ihn finden. Haben Sie Taylor oder Marlow getroffen? Nein. Nein. Die sind nicht hier. Okay. Ricardo? Ricardo, wenn ich nach Samuels suche, können Sie hier den Laden schmeißen? Ich brauche Augen und Ohren. Ich werde nicht hier bleiben. Ricardo, ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie auf der Station bleiben und mir Deckung geben? Ricardo! Ja, okay. Selbstverständlich. Warten Sie dort. Verschließen Sie die Türen und lassen Sie niemanden rein. Passen Sie auf mich auf. Ich komme zurück, um Sie zu holen. Verdammt, Marlow ist auch weg. Oh, scheiße. Und Ich hoffe, dass Samuels kein Verräter ist. Wo ist denn jetzt Marlow hin? Ach da, nicht Marlow, Ricardo. Oh Gott, dem geht's nicht gut, Leute. Aber wieso hat der als einzigster hier überlebt? Naja, vielleicht hat er sich versteckt oder so. So, Seeks and Communications, da waren wir doch schon mal. Ne, Skimet-Tour müssen wir. Okay, gut. Wir wissen ja ungefähr wohin. Ich vermute allerdings, dass wir dann wieder auf Androiden jetzt treffen. Oh Gott, Leute, scheiße. Gerade mal aufs Tracker, da ist schon wieder einer, glaube ich. So, gerade mal gucken, vielleicht können wir den umgehen. Ach, der wärmt sich da gerade auf, tolle Wurst. EMP-Mine will ich jetzt für den einen definitiv nicht opfern. Okay, der ist da hinten lang. Mal gerade gucken, wir müssen hier hin. Hä? Warte mal, da ging es doch gar nicht lang. Ich bin nicht da, du hast mich nicht gesehen. Oh oh. Ich spiele jetzt mal ein bisschen Katz und Maus. Komm, beweg dich. Ich will wissen, wohin du läufst. Zu lachen bedeutet... ja. Da steht er. Na komm, komm, wo gehst du hin? Ich könnte auch einfach rennen, aber ich weiß gerade nicht wohin. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Toll. Ganz toll für dich. Ich glaube, wir müssen hier lang. Okay, alles klar. Da muss ich nur gucken, in welches Tor. Ich denke mal hier oben irgendwo. Auf die Gefahr hin, dass er uns jetzt entdeckt. Ja, der entdeckt uns jetzt. Okay, ich renne. Scheiße, Mist. Hier ist überall zu. Fuck it. Komm her. Ist hier offen? Auch nicht. Toll. Ja, halt die Schnauze. Wenn ich rennen kann, dann, ne? Keine Arme, kein Keks. Tut mir leid, Leute. Aber ist einfach so. Dann geht's hier nicht lang. Wo muss ich denn lang? Hier geht's doch überall nicht weiter. Okay, gut. Nützt nix.
müssen wir halt ausschalten. Na komm. Komm, Kollege. Wie, das ist zwecklos? Was? Ich zeig dir gleich, was zwecklos ist, mein Freund. Wieso hat er jetzt zwei Schüsse gebraucht? Ah, Mist. Verdammt, wo muss ich lang? Hab ich hier wieder einen Schacht übersehen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben wir hier einen Schacht übersehen. Oder hier geht irgendwo doch noch ein Tor auf. Ah, hier geht's Tor auf. Okay, alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt links und dann unten durch den Dings durch. Hier war ich überhaupt schon, ne? Da geht's nicht lang. Okay. Ha. Tja, gut. Theoretisch hier, ne? Ja, wir gehen richtig. Okay. Oh Mann, ey. Ich bin echt gespannt, was gleich noch passiert. Also Androiden sind hier erstmal keine. Sehr ruhig hier, muss ich schon sagen. Also ist fast schon zu ruhig. Aha, da war wieder was. Ja, ja, ich weiß. Inventar voll. Wir müssen in die Richtung. Okay. Da ist einer. Okay, der dreht uns gerade den Rücken zu. Dann haben wir Glück. Dann, wir müssen natürlich da runter, wo der jetzt gerade rumläuft. Das war ja klar. Ich hoffe, dass es nur einer ist. Ja, komm, den könnte ich theoretisch mit der MP-Mine ausschalten und dann draufhauen. Ich kann sogar noch eine bauen. Das ist gut. Warte mal, dann bauen wir eine. Ich werfe eine runter, schalte den aus mit Nahkampf und dann sollten wir es doch eigentlich gepackt haben. So. Hallo. Scheißdreck. So. Schluss jetzt. Tja, da, wo das herkam, ist noch viel mehr, mein Freund. Oh, der hat hier endlich mal was dabei. Hehe. Oh, noch einer, verdammt. Gut, ich gehe hier lang. Ich glaube, er hat uns noch nicht gesehen. Scheiße, da könnte ich noch rein, ey. Ich weiß nicht, ob der uns gesehen hat. Oh, hier ist eine Speicherstation. Okay, ich kann mal speichern. Ich möchte da oben noch rein. Ich glaube, da können wir jetzt nämlich hacken. Wir haben jetzt Zugangslevel 2. Wo ist der jetzt? Steht der da? Ja. Gut, hier müssen wir... Ja, hier müssen wir einen Transit nehmen. Ungeklärte Störungen sind beunruhigend. Die haben manchmal echt komische Monologe drauf, muss man schon sagen. So. Ach, Gerät unzureichend. Leck mich. Scheiße. Ich dachte, wir können jetzt da rein. Mist. So, welchen Transit muss ich denn nehmen? Den, links auf der Seite. Okay. So, du bleibst schön da oben, ne? Sehr gut. So, jetzt kommt er wahrscheinlich und sagt uns Hallo. Ich renne mal gerade hier noch ein bisschen rum. Können wir noch eine MP-Mine bauen? Nee, schade. Aber ich habe ja noch eine im Notfall. Und wir haben auch noch, falls alle Stricke reißen sollten, Pumpgun und Revolver. Und die Rohrbombe. So, der Transit kommt. Der kommt nicht. So ist gut. So ist recht. So. So. So weit, so gut. Ich bin gespannt. Ja, Verstecken ist nur eine vorübergehende Lösung. Oh ja. So, ich bin echt gespannt, wie es jetzt weitergeht, Leute. Ob sich meine Bedenken auch Taylor betreffend bewahrheiten. Dass am Ende Samuels wieder ein Verräter ist, weil, ne?
war des Öfteren schon mal so in den Alien-Filmen und dass die Taylor benutzen wollen, um ein weiteres Alien auszubrüten. Wenn sie denn ein zweites Ei mitgebracht haben, das ist natürlich die Frage. Ach, hier geht die Tür auf. So, wir müssen... Achso, wir haben noch kein Ziel. Hören Sie mich? Ja. Ich registriere Aktivität an den Terminals im oberen Bereich von Six and Synthetics. Rip, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ricardo, Sie müssen sich konzentrieren. Sie haben jetzt das Sagen. Das Sagen? Das Sagen über was? Ein Raum voller Leichen? Das ist doch alles absoluter Unsinn! Konzentration, Ricardo. Wenn Samuels mit Apollo kommuniziert, kann er die Androiden abschalten. Und dann ist alles vorbei.